Bei den Vorsorge- oder auch U-Untersuchungen geht es um das Wohl dieses jungen Neugeborenen und darum, es auf seinem Weg und seiner Entwicklung zu begleiten und natürlich Pathologien und Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. In diesem Video möchten wir erstmal einen Überblick allgemein über die U-Untersuchungen geben und was in allen gemacht wird und dann in weiteren Videos einzeln auf die verschiedenen U-Untersuchungen eingehen. Also zunächst zu den Untersuchungsbedingungen. Der Raum sollte eine angenehme Temperatur, ca. 21 Grad haben, damit das Kind sich bei allen Untersuchungen warm und wohl fühlt. Außerdem sollte eine ruhige Umgebung herrschen und das Kind nicht durch akustische Reize gestresst werden. Der wichtigste Punkt ist die Anamnese der Eltern, also eine Fremdanamnese, denn die sind die ganze Zeit mit dem Kind zusammen und wenn es zu irgendwelchen komischen Zwischenfällen gekommen sein sollte, dann wissen das die Eltern am ehesten. Wichtig ist auch noch, dass Teile der körperlichen Untersuchung, wie beispielsweise die Palpation des Abdomens, also Drücken auf den Bauch, oder beispielsweise die Inspektion des Rachenraumes, erst am Ende durchgeführt werden, da das Kind sonst sehr leicht auch weinen und schreien kann und die weiteren Untersuchungen behindern könnte. Bei jeder U-Untersuchung wird nun das Gewicht des Kindes gemessen und dokumentiert und auch natürlich der Kopfumfang und die Größe des Kindes gemessen. Das Ganze wird dann in sogenannten Somatogrammen dokumentiert. Das Somatogramm bezeichnet einfach nur, dass man die verschiedenen Körperdaten von einem Kind im Laufe der Zeit in ein einzelnes Diagramm einträgt und so dann einen schönen Verlauf über das Wachstum des Kindes erhält. Hier sehen wir mal ein Beispiel. Oben hat man die Körpergröße, unten das Körpergewicht und diese Linien, die man sieht, nennt man auch Perzentilen. Die sind immer schon auf den Bögen vorgedruckt. Man muss dann bloß mit einem Kreuz das jeweilige Gewicht bzw. die Größe des Kindes eintragen. Die Perzentilen werden von 1 bis 100 durchnummeriert und geben uns Aufschluss darüber, ob das Kind im Vergleich zu seinen Altersgenossen eher klein oder eher groß ist. Hier die grüne Linie ist zum Beispiel die 50. Perzentile. Und wenn wir mal als Beispiel annehmen, dass das Kind auf der 60. Perzentile wächst, bedeutet es einfach nur, dass 60% der Kinder im gleichen Alter kleiner sind bzw. weniger wiegen und 40% größer. Man muss sagen, dass ob das Kind jetzt wirklich zu groß oder zu klein ist, das ist relativ, weil per Definition nur die dritte, also ab unter der dritten und über der 97. Perzentile jetzt ein Kind als abnormal groß oder klein bezeichnet würde. Viel wichtiger ist allerdings, im Verlauf der Zeit zu beobachten, ob das Kind auf einer Perzentile bleibt oder ob es zum Beispiel über 4 Jahre lang auf der 70. Perzentile gewachsen ist und dann plötzlich stagniert sein Wachstum, also es wächst viel weniger und rutscht auf die 30. Perzentile runter. Dass hier solche Perzentilensprünge können ein Hinweis sein, dass das Kind eine Erkrankung hat. Die sollte man immer ernst nehmen und Nachforschungen anstellen dementsprechend. So, der nächste wichtige Punkt bei den U-Untersuchungen ist die Prophylaxe. Und den sollte man bei jeder U-Untersuchung überdenken. Findet eine vernünftige Prophylaxe statt? Oder müssen weitere prophylaktische Maßnahmen ergriffen werden? Und ein wichtiger Punkt ist, besonders am Anfang haben die Kinder einen sehr kleinen Vitamin-K-Speicher. Das erhöht die Gefahr von zerebralen Blutungen. Und deshalb gibt man bei der U1, bei der U2 und U3 jeweils 2 Milligramm oral Vitamin K. Ein zweiter Punkt ist, dass die Kinder in beispielsweise europäischen Ländern eine sehr geringe Sonnenexposition haben und wenig Kalzium aufnehmen, teilweise über die Nahrung. Und da die aber einen sehr hohen Bedarf haben und auch Vitamin D benötigen, dazu nämlich die Sonnenstrahlung, kann das Ganze zu skeletalen Fehlbildungen führen. Außerdem haben die Kinder häufig Karies und führt man, um das kombiniert zu dem vorzubeugen, hat man da eine Kombinationspille aus 400 internationalen Einheiten Vitamin D und 1/4 Gramm Fluorid gegeben. Fluorid, ne, um den Karies vorzubeugen. Das macht man heutzutage aber nicht mehr, weil man gibt Vitamin D einzeln, weil das Fluorid
eben auch neurologische Symptome hervorrufen kann. Und deshalb gibt man heutzutage lokal Fluorid-Zahnpasta. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt, dem dritten wichtigen Prophylaxepunkt, nämlich wenn die Mutter eine Gonokokkeninfektion hatte, vaginal, dann kann die das natürlich bei der Geburt auf das Kind übertragen und es kann zu einer Konjunktivitis führen. Und um dem vorzubeugen, hat man früher die Crede-Prophylaxe gemacht. Das heißt, man hat Silbernitrat-Ionen, die wirken antibakteriell und antimikrobiell natürlich, hat man das Ganze ins Auge geträufelt und damit eben eine Prophylaxe dieser Konjunktivitis bewirkt. Das macht man heutzutage auch nicht mehr. Man gibt nur noch eine lokale Antibiose bei positivem Abstrich auf Gonokokken in der Vaginalschleimhaut der Mutter oder. Die Impfungen, ein ganz, ganz wichtiges Thema in Sachen Kindergesundheit. Und auch wenn die Kinder bei den U-Untersuchungen nicht direkt geimpft werden, sind diese doch sehr wichtig dafür, dass die Kinder rechtzeitig ihre Impfungen erhalten. Die Eltern nehmen nämlich zu jeder Untersuchung den Impfausweis mit und der Kinderarzt sollte sie dann vor allem darüber aufklären, welche Risiken sie eingehen, wenn sie ihre Kinder nicht impfen. Ein ganz wichtiger Punkt, der zuletzt noch angesprochen werden muss, ist die Prophylaxe des plötzlichen Kindstods, SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Und die Ursachen sind zwar nicht ganz geklärt, aber es gibt zwei Grundursachen, die man vermeiden kann. Und das ist die Überhitzung und das ist das Ersticken. Und deshalb ist wichtig, die Eltern darüber aufzuklären. Das Ganze sollte eigentlich schon während der Schwangerschaft erfolgen. Aber bei den Untersuchungen sollte man immer wieder mal nachfragen, ob sie da vernünftig aufgeklärt worden sind. Und wenn nicht, muss man das nachholen. Dazu gehört unter anderem, dass die Kinder nicht auf dem Bauch schlafen sollen, sondern die sollen in Rückenlage schlafen. Sonst können die nämlich die Atemwege verlegen. Außerdem, also schlafen Rückenlage ganz wichtig, außerdem wichtig, dass die Zimmertemperatur nicht zu hoch ist. 18 Grad sollte das circa sein, nicht viel höher. Sonst kann es natürlich zu einer Überhitzung oder Dehydrierung kommen. Keine Decken, Kissen oder so sollten im Bett liegen, die die Atemwege verlegen können. Also einfach einen Strampler an und das reicht. Dann ist es wichtig, dass auch das Bett durchlüftbar ist, dass die Matratze luftdurchlässig ist, aber trotzdem hart, damit das Kind nicht sich selbst quetschen kann. Und dann ist natürlich noch sehr protektiv, wenn das Kind gestillt wird. Dann hat es nämlich wie auch beim Schnuller diesen Saugreflex und hat weniger Wahrscheinlichkeit, dass es erstickt, zum Beispiel dadurch, dass die Zunge nach hinten fällt oder. Und natürlich wegen den Atemwegen auch sehr gut, wenn es sich um einen Nichtraucherhaushalt handelt. Vielen Dank, das war das Übersichtsvideo zu den Vorsorgeuntersuchungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid bei der U1 dann mit dabei.